unabhängig davon, ob das eine gute Idee ist oder nicht, werde ich jetzt meine Kampfkünste ein bisschen optimieren und werde mich für die nächste Folge ein wenig vorbereiten, weil das ist echt kein Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Ich denke, das ist das einzig Sinnvolle, was wir hier tun können. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 10. Folge von CrossCode. Woo! Beim letzten Mal haben wir mit einer anderen Begrüßung angefangen. Da war es nämlich noch die Gef Meine, die angesprochen wurde. Das habe ich gerade leider verpeilt, weil ich irgendwie den SW-Tor-Anfang im Kopf hatte. Ist auch vollkommen egal. Wir sind auf jeden Fall wieder bei CrossCode. Beim letzten Mal haben wir hier unseren, ich nenne es mal Erzfeind aktuell noch, unseren Rivalen unserer Klasse, leider nicht besiegen können. Der hatte uns leider etwas abgezogen mit einem 5-0 PvP-Sieg. War jetzt nicht ganz so toll. Wir haben ein bisschen noch was von der Story mitbekommen und werden uns jetzt auf die Reise machen in Richtung Burgen Trail ins nächste Dungeon. Haben auch wieder Emily am Start und ja, sind bereit für unser nächstes Abenteuer. Also, gehen wir mal weiter. Zack, springen hier einmal hoch. Das hat relativ einfach funktioniert. Und gucken wir uns natürlich hier einmal um. Die kleinen Bäume hier können wir tatsächlich platt machen. Das ist doch gut zu wissen. Bin ich jetzt allerdings nicht ganz so scharf drauf. Denn ich möchte jetzt einfach zocken. Ein bisschen zocken, kann ja nicht schaden. Ein bisschen Pikework ebenfalls nicht. Und dann machen wir mal weiter. Endlich mal. Schauen uns hier mal ein bisschen um in Burgen Trail. Und gucken mal, was wir hier zu erledigen haben können, tun. Da kommen wir anscheinend nicht hoch, okay. Die können wir hier auch nicht platt machen. Da haben wir eine Brücke. Was für eine Aussicht. Zum Glück kann man hier auch nicht in den Tod stürzen. Es ist eine Laserbrücke. Laserbrücke. Was zur Hölle? Warum muss man Laser so betonen? Ich weiß auch nicht. Wir haben noch ein paar Gesprächsthemen offen. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, dass der liebe Streetclaw einen ganz kurzen Kommentar verfasst hat. Hust. Und in diesem Kommentar ging es auch noch ein paar weitere Dinge. Wie zum Beispiel ein paar Hintergründe über dieses Spiel, das eventuell ganz interessant ist. Was mache ich hier eigentlich? Ich will weitergehen. Was haben wir denn hier oben? Noch ein bisschen was zum Farmen. Okay, jetzt nehmen wir mal mit. Hintergründe zu dem Spiel. Was ich zum Beispiel ganz interessant fand, ist, dass das Spiel, also ich dachte irgendwie, das wäre jetzt hier Unreal Engine oder so, irgendwie sowas in die Richtung, weil da, also was heißt Unreal Engine, bestes Beispiel. Auf jeden Fall eine normale Gaming Engine, bis er mir tatsächlich geschrieben hat, dass das gesamte Spiel, ich muss gerade mal suchen, in HTML5 und JavaScript bzw. Canvas geschrieben ist. Fand ich echt krass. Wenn man mal überlegt, dass das hier so ein Browser-Spiel dann mehr oder weniger ist, ne? Also HTML ist ja quasi unsere Websprache. Wenn man mal überlegt, dass das ganze Spiel quasi einfach nur eine Webanwendung ist, ist das echt krass. Und das zeugt einfach nur von weiterer Qualität von Software. Oh, ich will lieber nicht nach unten gucken. Ja, ich auch nicht. Und hab's trotzdem getan. Und hab elendig verkackt. So, Burgen Trail. Ich nehme an, wir sind richtig. Bis jetzt habe ich noch keine Barriere oder irgendwas in die Richtung hier gehabt. Deswegen gehe ich einfach mal weiter in diese Richtung und werde wahrscheinlich elendig falsch laufen. Aber wir hatten ja hier noch unsere tolle Karte. Mensch. Resting Point. Autumn's Rise. Zentrale Ebene. Was? Hilfe? Karte? Wo muss ich hin? Ich hoffe hier lang. Ansonsten, schlecht. So, dann gehen wir mal hier rüber und hier hoch. Hier kann man noch ein bisschen was zum Platt machen. Du möchtest mit uns reden? Hallo da, Mädchen. Hi. Schau dir diese Pflanzen an. Die sehen aus wie Federn, oder? Ja. Das ist, how is all exploring coming along? Well, done good. Done good to her. Okay, das habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Blame it.
Ist mir egal. Ich mache das hier zum Spaß und nicht als Dolmetscher. So, hier haben wir auf jeden Fall erstmal so eine kleine Kiste. Da haben wir ein bisschen was drin. Das ist schon mal gut. Und werden jetzt hier erst einmal zurückspringen. Überhaupt nicht riskant oder so. Burn Trail ist auf jeden Fall schon mal sehr bergig. Und jetzt haben wir natürlich Freunde angelegt. Das ist natürlich super clever. Und wir werden natürlich mal wieder voll beim Kampf versagen, so wie immer. Denke ich zumindest, dass wir das tun werden. Alter, die Hasen gehen mir auf den Senkel. Ehrlich. Kann doch nicht angehen, dass wir hier so oft angegriffen werden und so wenig Schaden machen. Ehrlich. So. Zack. Voll geblockt hier. Zack und peng. Läuft doch hier quasi nicht. Alter. Ah! Bring voll aufs Maul. Aua. Scheiße. Oh Mann, läuft das schon wieder gut. Das war einfach zu viel für mich. Habe ich gemerkt. Müssen wir echt noch leveln? Habe ich eigentlich so viel geskippt, dass wir hier noch leveln müssen? Really? Okay. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir noch so viel zu leveln haben. Aber anscheinend schon. Oder wir müssen uns halt bessere Ausrüstung von irgendwo organisieren. Das heißt, ich müsste mich mit dem Handelssystem auseinandersetzen. Das werde ich dann wahrscheinlich zum nächsten Part hin machen. Mal ein bisschen das Handelssystem angucken, weil ich glaube, das brauchen wir mal langsam. Ansonsten kommen wir nicht weit. Und da es wahrscheinlich heute wieder die letzte Folge dieser Aufnahmesession sein wird, werde ich das wohl beim nächsten Mal machen müssen und wieder vergessen. Wie immer wahrscheinlich. So wie es sich für unsere Standards hier gehört. Jetzt holen wir hier erstmal wieder die Kiste und sammeln uns hier unsere Ohrlampe ab. Gehen wieder hoch und wieder zurück. So, wir greifen die jetzt erstmal nicht, oder sollen wir die doch angreifen, um ein bisschen zu üben. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn wir einzelne Gegner angreifen. Ich denke, da kommen wir etwas besser mit zurecht, sagte er, und vor ihm ist eine Gruppe von Gegnern. Perfekt. Wie eine Laser Bridge. Oh. Eine Eislandschaft. Okay. Cool. Ja, langsam ändert sich hier doch ein bisschen das Terrain. Ist doch schön. Ein bisschen Abwechslung hier. Ein bisschen Schnee. Können wir mal hier Schneebälle machen und so. Auf geht's. Ich weiß gar nicht, was das Problem sein soll. Ich habe absolut keinen Plan, wo wir gerade hingehen. Ich hoffe einfach mal. Ich hoffe es wirklich sehr, dass das hier der richtige Weg ist. Ansonsten, ja, schade. Sei es drum. Hermit's Haus haben wir hier. Okay. Oh, ein kleines Haus inmitten des Nichts. Gehen wir doch mal rein. Vielleicht haben wir hier einen kleinen Shop. Endlich bin ich aus diesem Sturm heraus. Hi, Bärfeller. Hallo da. Willkommen in Hermit's Haus. Du kannst alles hier finden. Okay. Sehr gut. Gucken wir mal, was wir hier kaufen können. Nichts, weil wir viel zu wenig Money dafür haben. Shit. Können wir verkaufen? Wir haben nichts zum Verkaufen. Ah! Hilfe, ich habe jetzt ihren Dialog geskippt. Getting closer to the ultimate punching machine. Wir kommen dem, der ultimativen Kampfstil immer näher. So, wir sind außerhalb des, Windsturms, obwohl es jetzt hier auch nicht so stürmisch ist. Soll sich mal nicht so anstellen. So, hier kommen wir aber wirklich nicht hoch. Das wundert mich ein bisschen. Merkwürdig. Okay. Felsiger Aufstieg. Fuß des Berges. Hilfe? Wo müssen wir hin? Climb the mountain along Bergentail to reach Village of Bergen. Ah, nach Bergen müssen wir. Okay, dann sag das doch. Fuß des Berges. Gehen wir doch einfach mal wieder nach unten. Warum ist das denn nicht aus... Wahrscheinlich war es ausgeschildert, scheiße. Ich hab's einfach mal wieder übersehen. Hier hoch und vielleicht da lang? Die Richtung so, vielleicht? Hilfe. Wenig Dialog, ich muss wieder viel Zeit überbrücken.
Aber wie gesagt, dass das hier alles in HTML geschrieben ist, hat mich wirklich stark verwundert. Sieht so aus, als würden wir am Ende der Karte, am Ende der Welt stehen, oder? Ja, stimmt. Das ist das Ende der Welt. So, okay, hier kommen wir anscheinend lang. So halb. Okay. Hier haben wir noch einen Gegner! Ah! Einzelner Gegner! Ganz klarer Fall. Das ist sowas von ein einzelner Gegner. Alter, wir kriegen hier echt sowas von auf die Fresse. Ich glaube, ich muss echt ein bisschen üben. Und vor allem mal langsam lernen, richtig zu verteidigen, weil wir haben nämlich wieder nur noch 70 HP. So. Puh. Da springt er einfach über mich. Geht doch nicht. Gut, ich greifen wir dann doch nicht mehr an. Mist, ey, wir brauchen dringend noch ein bisschen Übung, was Kampf angeht. Das kann es doch nicht sein. Alter, ich glaube, ich verlaufe mich gerade so elendig. Hilfe. Was tue ich hier eigentlich gerade? Und wo muss ich hin? Und ich renne hier gerade echt ein bisschen planlos durch die Quere, weil ich echt nicht weiß, wo ich gerade hin soll. Klar, ich soll nach Bergen, aber das ist hier irgendwie nirgendwo ausgeschildert. Das irgendwie ungünstig ist. Und ich bin wieder hier. Großartig. Alter Krater, ja, da will ich ja nicht hin. Ich will zu Bergen Trail. Nach Bergen möchte ich gerne. Und das muss ja dann wohl hier unten noch irgendwo sein. Schild, please. Ich brauche ein Schild. Gib mir ein Schild. Bestimmt ist das hier rechts, nicht hier links. Ich sehe schon irgendwie, komm. Okay, hier kommen wir zum Glück nicht lang. Das ist auch gut so. Wo muss ich hin zum Henker? Hier können wir noch ein bisschen was einsammeln, aber es ist auch nicht so die Welt. Ist schön, dass wir jetzt schon hier knapp 11 Minuten dran sind und irgendwie noch nichts Produktives gemacht haben. Das ist echt großartig. Wo müssen wir hin? Hasten to Bergen Village. Ja, da will ich ja hin. Aber wo muss ich dann lang? Das Spiel ist so verwirrend. Hilfe. So, da kann ich nicht. Hier kann ich nur über die Brücke. Das steht fest. Laser Bridge. So, dann mache ich hier noch ein bisschen platt. Ey, ich verlaufe mich hier echt gerade elendig. Tut mir leid, Leute, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich blicke hier gerade irgendwie einfach gar nichts. Wo ich hin muss, was ich zu tun habe. Irgendwie ist das gerade ein bisschen verwirrend für mich. Ein bisschen viel. Eventuell auch, weil es ein bisschen spät ist. Aber das können wir ja mal vernachlässigen. Ich schaue gerade noch mal ein bisschen auf meinen rechten Monitor und spicke, was wir dann noch zu sagen hätten, beziehungsweise was ich jetzt noch ansprechen könnte. HTML, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ach so, genau. Er sagte noch, dass es eine, ja, ich nenne es mal Geheimtechnik gibt, mit dem Schild, die sich Perfect Guard nennt. Also Perfect Guard, also Guard spricht man es eigentlich, glaube ich, aus. Meine ich, keine Ahnung. Ich bin jetzt, wie gesagt, auch nicht der beste Englischsprecher. Ich kann mein fachliches Englisch und das reicht mir dann auch. Auf jeden Fall gibt es dann diese Technik mit dem Schild. Ich nehme an, es ist gemeint, wenn ich dann quasi blocke im richtigen Zeitpunkt, dass ich dann kontern kann. Zumindest so verstehe ich das ein bisschen. Ich denke, das ist damit gemeint. Und es gab auch noch einen freundlichen Hinweis auf das Crosscode-Wiki. Und da werde ich mich dann wahrscheinlich mal einlesen müssen, in welchem Level wir uns denn eigentlich befinden sollten. Weil irgendwie... habe ich echt das Gefühl, wir sind etwas unterlevelt, weil ich doch ein paar viele Kämpfe immer auslasse und eventuell deswegen einfach so viel verliere. Das kann natürlich auch gut sein. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Es gibt doch sonst immer in diesem Spiel irgendeinen blöden Hinweis oder irgendein blödes Schild. Da, genau. Bergen, geradeaus. Dankeschön. Dieses Schild habe ich ungefähr 13 Minuten gesucht. So. Okay, hier habe ich wieder Gegner und die werde ich jetzt auch umbringen. Muhaha, hoffentlich. Und nicht wieder gnadenlos verlieren.
Bam! So. Wir müssen noch Eis einsammeln. Und zwar 2 Stück. So, den ersten haben wir jetzt tatsächlich gleich. Scheiße. Der gibt uns aber echt... Alter, was? Lass mich hier rein. So. Haha! Wir haben den ersten erledigt. Woo! Wir sollten uns aber mal heilen. Das steht fest. Da kommt der einfach aus dem Hinterhalt. Aber das machen wir nochmal. Das machen wir doch gleich nochmal. Alter, ich raff's aber auch einfach nicht, dass die dann nachher von hinten angreifen, wenn die so aufgeladen sind. Alter, hör auf, mir anzugreifen! Da! Hilfe! Ich werde von Häschen attackiert! Ich bin tot! I'll be back. Ich auch. Ja, wir sollten tatsächlich mehr üben, da hast du wirklich recht. Wir können aber mal gegen einen Schneemann kämpfen. Ich glaube, da kann man ja nicht so weit verlieren, oder? Ehrlich, gegen einen Schneemann. Ah! Alter! Was ist das für ein OP-Schneemann? Hilfe! Wir sind viel zu unterpowered. Scheißendreck. Alter! Nein! Greif doch nicht den Schneemann an! Bist du des Wahnsinns? Bist du des Wahnsinns, den Schneemann anzugreifen? Oder habe ich das versehentlich getan? Ah! Schneeballattacke! Scheiße! Er kommt! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Ah! Scheiße. Alter! Das gibt's doch gar nicht. Ich bin aber auch blöd, ey. Ich renn schon wieder in ihn rein. Ja, komm. Bring mich einfach direkt um. Das hat keinen Sinn. Danke. So. Ehrlich, ich raff's aber auch einfach nicht, dass das ein Gegner ist. Und renn immer wieder an ihm vorbei. So. Jetzt aber. Gehen wir doch einfach mal... Ah! Ich kenne euch alle! 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 Ich glaube, langsam habe ich das Muster von denen so ein bisschen. Wenn die dann quasi so rot werden, dann springen die einmal hoch und machen dann so einen schnellen Angriff. Egal, ob sie vor uns oder hinter uns sind. So! Genau, die machen dann nämlich so eine Art Tritt. Scheiße, jetzt habe ich auch noch die Pinguine angegriffen. Ich bin echt dämlich. Okay, also wir halten fest, wir können nicht kämpfen. Ganz einfach. Alter. Und merken können wir uns Sachen auch nicht. Also wenn uns irgendjemand angreift, sind wir aufgeschmissen. Ganz einfach. Komm, kill uns. Danke. Was? Wir leben noch? Haben noch ganze 4 AP. Jetzt nicht mehr. Okay, also irgendwie, funktioniert noch nicht ganz. Ich, habe irgendwie das Gefühl, das macht keinen Sinn, diese Aufnahme hier fortzusetzen. Wir müssen tatsächlich leveln. Da das aber, glaube ich, ein... Wie war es nochmal mit dem Nicht-Raffen? Dass ich hier angegriffen werde? Das gibt's doch gar nicht. Dabei wollte ich doch jetzt gerade die Folge beenden. Aua. Komm her. Neue Taktik. Einfach alle hier in den Tod springen lassen. Das funktioniert ja sogar. Heil dich, heil dich, heil dich. Ja, das funktioniert ja sogar einigermaßen. Scheiße. Ich darf nicht selber reinfallen. Das wäre natürlich irgendwie ungünstig. Geh da rüber. Nein! Habe ich es geschafft? Ich habe sie besiegt! Yes! Ich habe geschafft, diese Kackviecher zu besiegen! Ich bin so stolz auf mich! Okay, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das sehr traurig. Ja.
Ich werde offscreen ein bisschen leveln. Unabhängig davon, ob das eine gute Idee ist oder nicht, werde ich jetzt meine Kampfkünste ein bisschen optimieren und werde mich für die nächste Folge ein wenig vorbereiten, weil das ist echt kein Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Ich denke, das ist das einzig Sinnvolle, was wir hier tun können. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, bis hierhin, auch wenn die heutige Folge irgendwie ein wenig vercheckt war und ein wenig durcheinander und vielleicht auch kürzer, wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst bitte ein Däumchen nach oben da. Es hilft dem Kanal wirklich sehr aus und motiviert mich, weitere Aufnahmen durchzuführen. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann gerne auch ein Däumchen nach unten da lassen, damit ich einfach sehe, okay, ich mache irgendwas nicht richtig und ich muss irgendwas verbessern. Natürlich könnt ihr noch einen Kommentar da lassen, was ich denn zu verbessern habe oder was ihr mögt, was ihr nicht so wollt, was ihr nicht so mögt, was ich noch tun soll und eventuell Tipps. Tipps sind immer gern gesehen. Keine Spoiler bitte, aber Tipps. Wie ich vielleicht besser kämpfen kann, wie ich mich besser verteidigen kann, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine und ich logge mich aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Bye. 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 Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Bye. Nee. Das ist echt kein Zustand.